Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft 1 bis 1 von ihr. Wir starten. Und los geht's. Das Ganze ist jetzt ein 47-Spieler-Turnier, das heißt, das sind jetzt wirklich einige Leute darin. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass das nicht allzu lange dauert und dass wir da trotzdem einiges reißen können. Ich hoffe es einfach mal. So. Ich möchte, dass du stirbst. Natürlich im positiven Sinne gemeint. So. Oh, der tat weh. Der tat auch weh. Es tut alles weh, wenn du mir da einfach so gemein einen Bogen einfach so in den Hintern schießt. Das tut weh. Und du möchtest doch nicht, dass ich Schmerzen habe. Oder etwa doch? So. Gut, Leute. Ich habe was heute anzusprechen, was mir sehr, sehr wichtig ist. Und zwar, ich möchte meinen Namen ändern. Und das Ganze. Ey, hör doch auf, so Feuer zu spammen, ey. Das ist doch nicht lustig. Und zwar, ich möchte gerne. So, GG. Ich möchte gerne meinen Namen ändern. Und auch wenn das jetzt vielleicht viele nicht nachvollziehen können, ich möchte meinen Namen ändern. Das Ganze soll nicht dazu irgendwie dienen, dass man jetzt sagt, ja, ich finde meinen Namen so scheiße. Nein, es hat einfach nur damit zu tun, dass mein Name einfach falsch formuliert ist und dass mein Name ganz oft in den falschen Hals bekommen wird, dass die dann sagen, oh ja, Hundeficker oder was weiß ich, wisst ihr? Das ist halt sowas, wo ich sage, damit kann ich nicht leben und damit kann ich für mich nicht YouTube weitermachen. Und deswegen hoffe ich einfach, dass ihr das akzeptiert, wenn ich sage, ich möchte meinen Namen ändern. Und ich muss sagen, ich war ja eigentlich immer mit meinem Namen zufrieden, aber dann, wenn dann Leute kommen und sagen, so, yo, boomst du gerne Doggies oder irgendwie sowas, wo ich dann sage, so, oh, finde ich nicht so geil. Deswegen, ja, ist das immer so ein bisschen doof. Ich hoffe, ihr unterstützt mich da. Ich werde keinen neuen Kanal machen, auf keinen Fall. Ich bin mit meinem Kanal zufrieden und ich möchte einfach nur den Namen ändern. Ist ja jetzt auch möglich. Wegen der URL ist das auch kein Problem. Das sollte mit dem Netzwerk funktionieren, dass ich dann die URL bekomme. Und ja, sollte eigentlich alles genauso klappen, wie ich das möchte. Ich werde den Namen jetzt natürlich nicht sagen, damit ich mir alle Plattformen absichern kann. Das heißt Twitch, Twitter, Facebook, überall. Damit überall der Name auch dann gesichert ist. Ich bin immer so am Schwanken, soll ich es jetzt machen, soll ich es nicht machen, weil ich weiß nicht, das ist halt auch ein bisschen für mich so eine Sache, wo ich sage, das ist schwer. Das ist einfach schwer, so einen Namen aufzugeben, finde ich. Vor allem bin ich jetzt schon bei 20.000 und da ist es natürlich dann auch schwer zu sagen, so ja, jetzt heißt du von einem Tag auf den anderen anders. Das ist für mich persönlich voll eine Umstellung und deswegen hoffe ich ja umso mehr, dass ihr mich dabei dann unterstützt. Ja, so. Dann, egal, weg von dem Thema und weiter zum nächsten Thema, und zwar Livestreams. Ich habe gestern einen schönen Livestream gemacht, der über 2 Stunden ging. Und ich muss wirklich sagen, das war wirklich richtig cool. Das hat richtig Spaß gemacht und ich hoffe, die Zeit verging erstens wie im Flug und zweitens waren richtig viele Leute von euch da. Wenn ich heute streame, werde ich auf jeden Fall eine YouTube-Ankündigung machen, weil ich habe gemerkt, dass einige auf Twitter dann geschrieben haben, nein, wieso hast du keine YouTube-Ankündigung gemacht? Ich hätte doch so gerne mitgespielt. Aber das Ganze hat irgendwie nicht funktioniert und deswegen werde ich heute eine YouTube-Ankündigung machen, wenn. Und auf Twitter habe ich es angekündigt, dann waren noch immer konstant irgendwie über 170 Leute da.
habe mich auf jeden Fall ultra gefreut und irgendwie, keine Ahnung, es war sehr cool mit euch zu spielen. Sehr cool. Link in der Videobeschreibung zu Twitch, da könnt ihr auch followen, wenn ihr wollt. Dann bekommt ihr eine E-Mail, wenn ich streame. Das ist dann halt auch immer sehr praktisch. Und ich glaube, dass hier dieser Bobby gewinnt. Ich hätte das Feuerzeug rausmachen sollen. Oder nur so eine Feuerkugel, dass man nur eins setzen kann. So. Oh, jetzt brennt aber Bobby. Oh. Jetzt geht's aber um die Wurst. Wer ist in der Mitte oder wer gewinnt noch? Ja, ich glaube, der stirbt jetzt. Der müsste normalerweise liegen. Oh. Nein. Okay, GG. Gut, dann gehen wir mal weiter. Essen einen Goldapfel. Jetzt spielen wir gegen Tomboy. Ich hoffe mal, dass ich im ganzen Spiel gegen keinen Premium-Spieler spielen muss, weil die sind mir immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, zu gut. Premium-Spieler auf dem Server, das ist wie auf Hive, die sind halt einfach richtig gut und deswegen habe ich da immer richtig Bammel vor denen. Irgendwie, der trifft mich mit dem Bogen nicht. Vielleicht blockt da irgendwie ein Spectator gerade oder so. So, der müsste liegen. Hey, er macht nichts. Er macht nichts. GG. Aber wieso hast du denn nichts gemacht? So, dann esse ich jetzt noch was. Für die Leute, die jetzt da innen, für die Leute, die jetzt dann da schreiben, vielleicht, ja, bla bla bla, kann ich einen Screen machen in der Aufnahme nicht. Die wissen natürlich nicht, dass ich aufnehme. Aber Screens mache ich nicht, wenn ich aufnehme. Nein, ich bin im Wasser. Jetzt, okay, jetzt hat meine Stunde geschlagen. So. Gut, ein bisschen aufpassen hier. Erstmal Pfeile aufsammeln. Ist immer gut. Und ihm muss ich auch noch ein paar Pfeile reinjagen. So, perfekt. Ich mache immer so einen angestrengten Gesichtsausdruck, wenn ich Pfeile schieße. Ich weiß nicht, habt ihr das auch? Ich habe das immer. Das ist richtig doof. Das sehe ich dann echt immer aus wie so ein Mongo, weil ich irgendwie einfach immer nur dumm meine Zunge irgendwo hinpacke, wo die eigentlich gar nicht hingehört. So, dem Combo ich ein bisschen weg. GG. Und dann haben wir, glaube ich, jetzt auch schon zwei gewonnen. Oder war das das erste? Wenn wir jetzt zwei gewonnen haben, dann sind wir auf jeden Fall mal weiter. Und wenn nicht, dann nicht. Egal. So, oh nein. Sorry for Caps Lock heißt der. Und es ist ein Premium-Spieler. Natürlich. Und ich muss sagen, Premium-Spieler sind für mich so diese. Oh, er backt bei mir im Boden. Toll. Jetzt backt er bei mir im Boden. Durchschießen. Hier kann ich nicht. So. Er backt bei mir im Boden. Geil. Auf jeden Fall ziemlich cool. Hey, was hat der denn für ein Ping? Wie hat der mich denn jetzt bekommen? Bitte? Alter, was war das jetzt denn? Also erstens irgendwie, er war zuerst noch normal. Vielleicht hat er dann irgendwie so einen Trick gemacht oder so, dass er in den Boden gleitet. Und dann, Alter, der hat jetzt ja mir eine Combo gegeben. Das war ja unnormal. Aber es sind halt Premium-Spieler für mich. Eins der normalsten Dinge gegen einen Premium-Spieler zu verlieren. Aber wie ihr seht, der ist auch jetzt schon richtig gut, wie der Kombos verteilt und Co. Ja, der ist auf jeden Fall ein richtig guter Spieler. Nein! Ja! Gewonnen! Mit einem halben Herz. Okay. Jetzt geht's nochmal um die Wurst. Wenn ich jetzt noch gegen ihn gewinne, dann werde ich das Duell haben und wenn nicht, dann nicht. So. Nein, er vergibt richtig gute Kombos auf jeden Fall. So, GG. Den haben wir jetzt auch noch. Entweder er hat mich jetzt gewinnen lassen wegen dem Smiley hier oder nicht. Aber der verteilt richtig gute Ping-Schellen. Und ich zum Beispiel habe ja überhaupt keinen guten Ping. Irgendwie nur so ein 100er oder so. Aber trotzdem habe ich jetzt gewonnen. Macht mich jetzt ein bisschen stolz. Ich habe gegen einen Premium-Spieler gewonnen. Ich hoffe mal, dass das jetzt schon die dritte Phase war. Weil, Moment, Infos zum Turnier. Derzeit haben wir. Genau, das war jetzt die dritte Runde der Qualifikation. Genau, da habe ich gegen Sir Caps Lock gewonnen.
Okay, ja perfekt. Dann ging das ja ganz gut. Weil jetzt habe ich drei Kämpfe gewonnen, den hätte ich jetzt nicht mal gewinnen müssen. Und jetzt hoffe ich mal, dass wir wieder gegen den Non-Premium-Spieler spielen. Nicht, dass die Non-Premium-Spieler schlecht sind, nein, auf keinen Fall, die sind auch richtig gut. Nur habe ich immer so ein bisschen mehr Angst vor diesen Premium-Spielern, weil dann denke ich mir so, die kaufen sich Premium, damit die viel 1-1 einspielen können. Und die anderen spielen vielleicht nur gelegentlich. So, weiter geht's. Wir spielen gegen Erik, der Rote 99. Ist so alt wie mein Bruder, dann schätze ich. Und deswegen hoffe ich mal, mit meinem Bruder gewinne ich oft. Aber das Problem finde ich immer, dass die Jüngeren hier in Minecraft wirklich richtig reinhauen. Das ist vielleicht nur ein Gerücht, aber die sind richtig gut teilweise im PvP. Das ist unnormal. Oder vielleicht auch nicht. Ich treffe ihn zumindest gerade ziemlich oft mit dem Bogen. So. Jetzt würde ich sagen, gehe ich mal so drauf. So, GG. Und jetzt sind wir gleich in der zweiten Runde. So. Mal gucken, ob wir den Kampf gewinnen und somit weiter im Turnier teilnehmen können. Ich habe schon ein bisschen Angst, muss ich schon sagen. Das Wasser darf ich nicht fallen. Das wäre ein großer Fehler von mir. Das wäre ein großer Fehler von mir, weil dann kann er mich richtig hart wegholen. So. Er backt im Boden bei mir. Aber trotzdem haben wir ihn geholt. GG. So. Wir sind weiter und irgendwie sind aber trotzdem noch nicht. Es sind trotzdem noch 26 Spieler dabei, obwohl ja eigentlich die Hälfte hätte wegbrechen müssen, oder? So, gut, da sind wir jetzt gegen Sortax und jetzt bin ich mal ganz schön gespannt, wie das hier so abgeht. Der möchte einen Screen machen, aber wir machen keinen Screen. Wir kämpfen jetzt gegen den, weil in der Aufnahme ist natürlich Screen immer doof. So. Perfekt. Jeden zweiten Pfeil treffen wir, kommt mir vor. Wir treffen einfach nur jeden zweiten Pfeil. Was ist da los? So. Jetzt habe ich keine Pfeile mehr, aber ich werde die jetzt aufsammeln. Nein, ich brenne. Okay, ich brenne. Jetzt haut er natürlich ab, aber ich werde ihn trotzdem versuchen zu holen. Nein! Oh, das war jetzt nochmal knapp 1,5 Herzen. Ich weiß nicht, ob er sich geheilt hat. Ich glaube, er hat sich geheilt, weil ich hatte dann keine Heiltränke mehr im Inventar. So, jetzt geht es erstmal weiter. Hier, die Heiltränke hier hin. Perfekto. So, ich weiß nicht, ob er jetzt geschrieben hat, er möchte mit mir einen Screen machen, aber nein, sorry. Ich muss dich jetzt töten. Weil es gibt in der Aufnahme auf jeden Fall keinen Screen. So, und das habe ich davor vor dem Turnier auch geschrieben. Keine Screens im Turnier. Da müssen die Leute einfach ein bisschen besser zuhören. So. Gleich geht's los. Okay, er zündet auf jeden Fall mal ein bisschen an. So. Immer wenn ich Bogen schieße, mache ich so einen doofen Gesichtsausdruck. Das ist richtig doof. Aber den müssten wir eigentlich bekommen. Wir haben noch beide Heiltränke. Er hat keinen einzigen mehr. So, GG. Gut. So, jetzt geht's weiter. Es leben jetzt, glaube ich, noch 8 Spieler, soweit ich das jetzt weiß. So, direkt Heilung 2, den habe ich meistens auf dem zweiten Slot, damit ich weiß, erstes Slot direkt Heilung 1, zweiter Slot direkt Heilung 2. Hier kommt jemand runter, hat Schaden bekommen und das finde ich gut. Mal gucken, ob wir gegen den eine Chance haben. Weil die Leute, die ja jetzt hierher gekommen sind, bei denen muss man denken, die haben ja bis, dass sie. Also, die sind ja jetzt bis hier hingekommen und die haben ja auch so ein bisschen gewonnen, ne? Dass sie jetzt hier sind. Das müssen wir auch bedenken. So, der Hit ging an mich. Und der Hit auch. So, GG. Den ersten haben wir schon mal. Jetzt gucken wir mal, ob wir den zweiten auch bekommen. Denn wenn wir den auch bekommen, dann sieht es derzeit ein bisschen besser aus für uns. So. Er versucht natürlich jetzt ein bisschen mit dem Bogen zu schießen, aber wir versuchen das auch.
wenn wir ihn so ein bisschen mit dem Bogen schwächen und er sich dann heilt, dann gehören die Heiltränke ja schließlich noch immer uns. Und dann können wir ihn trotzdem noch irgendwie so ein bisschen töten. Hi! Nein! Oh, da wollte er sich noch heilen, GG. Aber wir haben es trotzdem noch geschafft. So, 5 Spieler leben noch. Ich glaube, wenn wir den jetzt töten, also wenn die sich jetzt töten, dann sind wir schon im Halbfinale. Und dann fange ich richtig an zu zittern, weil ich habe gesehen, es ist ein... Okay, jetzt sind wir im Halbfinale. Und ich glaube, dass da noch so ein Premium-Spieler dabei ist, der richtig lange Premium hat. Deswegen bin ich jetzt echt ein bisschen gespannt, was hier so vor sich geht. Auf jeden Fall habe ich den jetzt schon ein bisschen mit dem Bogen getroffen, das finde ich gut. So. Also wenn ich die Spieler so ein bisschen mit dem Bogen weghalten kann, sage ich mal, ist das für mich immer so eine gute Sache. Der sneakt hier jetzt. So, das ist gut. Also ich möchte wenigstens schon mal eins in Führung sein, damit ich dann sagen kann so, yo, oh, jetzt gibt er die Kombo des Todes. Jetzt hat er die Kombo des Todes gegeben, GG. Aber das jetzt ist es so, jetzt bin ich total unter Anspannung, weil er gewinnt jetzt wahrscheinlich, weil ich so komplett am Arsch bin, von meinen Gedanken her. So, Moment, Bogen. Pack den Bogen aus. So, ich gehe da jetzt sofort runter, weil ich muss mich jetzt einfach heilen. Und wenn er... Sorry für das Bow-Spam. So, schnell heilen. Und... Oh nein, nein, nein. GG, ein Herz hat er noch. War auf jeden Fall ein knappes Turnier. Auch richtig oft mit dem Bogen getroffen. Trotzdem hatte er noch unglaublich viele Herzen. Entweder er hat irgendwie so eine gute Taktik, was Dings betrifft, aber sieht aus, als würde Axis verlieren. Oh oh. Oder... Oder? Oh, und da hat Axis verloren. Mit 0,5 Herzen und McChicken hat gewonnen. GG. Ja, gut. McChicken hat gewonnen. Das bedeutet, Leute, wir sind im ganzen Finale, sind wir Vierter geworden. Vierter? Ja, wir sind Vierter geworden. Von dem 40-Spieler-Finale finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Lasst mir auf jeden Fall in den Kommentaren zukommen, ob ihr mehr so 1-1 Duelle wollt, weil dann kann ich auch gerne mal mehr machen. Und ich würde einfach mal sagen, Leute, macht's gut, haut rein und ciao.